Genau, super. Super. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein zu dürfen und die sozialversicherungsrechtlichen Aspekte kurz darzulegen. Entschuldigung, Kerstin, du musst noch kurz den Bildschirm swappen, die Anzeige vertauschen. Jetzt bist du Wie kann ich das machen? Im PowerPoint oben. Bildschirmpräsentation. Anzeigen tauschen? Ja, danke. Perfekt, danke. Einiges wurde bereits gesagt, deshalb fasse ich mich hier kurz. Die Besonderheiten dieser digitalen Plattformwirtschaften, also digitale Plattformen, verstanden wir als Unternehmen, die Angebot und Nachfrage auf dieser digitalen Plattform zusammenbringen und hier eine Dienstleistung anbieten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Airbnb oder Uber als Beispiele. Da sehen wir, dass die Uber-Fahrer oder auch jene, die Wohnungen anbieten im Rahmen von Airbnb, es sich hier häufig nicht um ausgebildete das Personal handelt. Teilweise wird auch davon gesprochen, dass das Verhältnis zum Nutzer persönlicher sein kann. Sozialversicherungsrechtlich gibt es einige Unklarheiten, auf welche ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Grundsätzlich unterscheidet das Sozialversicherungsrecht zwischen drei Beitragsstatuten, nämlich die Nichterwerbstätigkeit, die unselbstständige Erwerbstätigkeit und die selbstständige Erwerbstätigkeit. Im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich haben wir keine Zwischenkategorien, wie zum Beispiel Gewerbetreibende, Künstler oder Freiberufler. Und die Idee ist auch hier in der Lehre, dass man trotz dieser digitalen Plattformen, trotz diesen neuen Entwicklungen an diesen traditionellen Beitragsstatuten festhält. Als erwerbstätig gilt eine Person, die mit dem Ziel handelt, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und wenn wir jetzt Uber als Beispiel nehmen und die Uber-Fahrer, so ist durchaus ersichtlich, dass diese zumindest entweder unselbstständig erwerbstätig oder selbstständig erwerbstätig sind. Also die Abgrenzung, die Schwierigkeit der Abgrenzung fällt in diesen Bereich. Wir haben hier einen gewissen Spielraum und die Charakteristika, die für eine Unselbstständigkeit sprechen, sind, wird in untergeordneter Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit Arbeit leistet, ohne wirtschaftliches Risiko. Und die Abgrenzung zwischen unselbstständig und selbstständig ist auch deshalb relevant, weil bei einer Unselbstständigkeit der Arbeitgeber, sprich Uber jetzt in unserem Beispiel, für die Kosten oder diese zumindest die Sozialversicherungsbeiträge dann teilen muss mit dem Arbeitnehmer, hingegen bei der selbstständigen Erwerbstätigkeit er hier eine untergeordnete Rolle hat. Schauen wir nun an, inwiefern die Uber-Fahrer sich in diese Kategorie der Unselbstständigkeit, wenn wir uns diese Charakteristika anschauen, hier subsumieren lassen. Was wir sehen ist, dass die Uber-Fahrer durchaus eine Investition tätigen, also sie müssen selber ihr Auto zur Verfügung stellen, das Auto auch unterhalten. Das ist durchaus ein gewisser Betrag und sie tragen in diesem Sinne in Bezug auf ihr Auto auch die Unkosten. Des Weiteren haben sie kein fixes Einkommen, aber sie haben auch gleichzeitig kein Verlustrisiko. Verlustrisiko verstanden im Sinne von, wenn Uber als Unternehmen einen Verlust macht, so trägt hier der Uber-Fahrer nicht auch eine Mitverantwortung dafür. In der Lehre geht man tendenziell davon aus, dass die Uber-Fahrer unselbstständig tätig sind, eben unter anderem, weil sie kein Verlustrisiko tragen. Es gab bereits einige Gutachten in diesem Bereich und zum Beispiel Professor Thomas Gechter und Dr. Meyer haben sich auch hier tendenziell für die unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgesprochen. Das Sozialversicherungsgericht hat sich bereits mit dieser Frage zumindest am Rande auseinandergesetzt. Sie mussten sich nämlich damit auseinandersetzen, als ein Fahrdienstleister Uber der Ansicht war, dass ihre Fahrer selbstständig tätig sind. Suva war der Ansicht, dass die Fahrer unselbstständig tätig sind. Und das Gericht Zürich hat sich aber nicht im Kern mit dieser Frage auseinandergesetzt, sondern weil es in dieser Schrift darum ging, dass die vertragliche Beziehung zu Uber in Amsterdam bestand, das Gericht Zürich aber der Ansicht war, dass man zuerst diese Vertragsverhältnisse klären muss und die Vertragsverhältnisse zu Uber GmbH prüfen muss, hat es dieses Urteil zurückgewiesen an die Suva.
Wir sehen aber auch, und hier gibt es noch einen Flickenteppich auf kantonaler Stufe, der Kanton Genf, der sich dafür ausspricht, dass die Uberfahrer unselbstständig im sozialversicherungsrechtlichen Sinne tätig sind. Kanton Basel-Stadt spricht sich ebenfalls dafür aus. Wir haben aber bundesrechtlich noch nicht eine konkrete Lösung. Das wird sich, und Professor Rudolph hat sich bereits auch darauf hingewiesen, je nachdem braucht es hier eine bundesgerichtliche Rechtsprechung. Ich habe auch gelesen und ich bin interessiert dann zu hören, wie es die Aarauer sehen, aber ich habe gelesen, dass im Kanton Aargau man sich wünscht, dass man mehr Klarheiten auf Bundesebene erhält, damit man auch als Kanton weiß, was hier die Rahmenbedingungen sind. Ich habe dies bereits erwähnt, ob jetzt diese Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit noch zeitgemäß ist, ob es weitere Subformen braucht, wird diskutiert, wobei auch hier man grundsätzlich in der herrschenden Lehre zumindest an diesen traditionellen Selbstständigkeiten und Unselbstständigkeit festhalten möchte. Und wie gesagt, in der Lehre besteht die Tendenz, die Uberfahrer als unselbstständig zu qualifizieren. Man muss sich auch den Konsequenzen bewusst sein. Das heißt, wenn diese Uberfahrer tatsächlich als unselbstständig dann qualifiziert werden, besteht eine gewisse Nachzahlungsverpflichtung potenziell für Uber. Und Uber hat auch schon gedroht mit dem Exit aus der Schweiz. Es bleibt also spannend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.